Reduziert sie also auf 12. Das heißt, es dauert eine Weile, bis sie einen zweiten Schuss abgeben kann. Allerdings ist der Meisterschütze verdammt viel mächtiger als der Scharfschütze. Der Scharfschütze ignoriert nur die Rüstung und macht eine Wunde. Was schon mal sehr stark ist eigentlich. Der Meisterschütze macht doppelte Schadenspunkte, ignoriert die Rüstung und macht zwei Wunden. Das heißt, das Ding macht übelst viel Schaden. Und ja, wie gesagt, Gladys tut das mit ihren Zaubern kompensieren. So, da oben ist der Zwergturm. Wir laufen hier auch richtig, denke ich mal. Gucken wir mal, wie wir da runterkommen. Da sind noch mal eine Schamanin mit Goblins aufgetaucht. Achso, die versperren mir den Weg hier oben. Dann darf Vendala gleich mal ihren Meisterschuss. Vier Wunden, wow. Oh, Brenway wurde eingeschläfert von der Schamanin. Mein Atem geht ruhig. Sturm über Wasser. Interessant. So, das kannst du dir, das kannst du dir, das kannst du dir. Der Rest ist zum Verkaufen. So, jetzt mal ernsthaft, wo geht's da? Ach so, da geht's runter. Okay, jetzt erkenne ich das auch erst. Okay, hier ist nebelig, aber wenn wir unter den Nebel gehen, dann sehen wir besser. Und da sind die Zwerge. So. Nun beweis mir deine Findigkeit. Hast du den Schlüssel zum Turm aufgespürt? Ja, hier ist er. Angroshs Hammer, das ist sie wirklich. Jetzt geht es diesem verdammten Drachen in den Kragen. Brenuir, du bist würdig, Seite an Seite mit uns Angroshim gegen den Purpurwurm zu kämpfen. Gortosha Mortomosh. Nimm die Steinscheibe, setz sie in die Pforte ein und öffne sie damit. Dann lass uns den Turm betreten. So, das war die Steinscheibe.
Der Weg nach Morolosch. Triff Arum am Turm. Arum schien beeindruckt von mir, aber die wahre Prüfung steht mir noch bevor. Der Weg zum Drachen ist nun frei. Töte den Drachen. Der Hort der Bestie ist nicht mehr weit. Schon bald werden ich mit den Zwergen gemeinsam gegen Jafko bestehen müssen. Mhm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das führt uns direkt zum Drachen. Da wären wir. Der Hort des Ungetüms ist jetzt nicht mehr weit. Lasst uns zusammen gegen die Bestie bestehen. Doch bevor wir uns der Bestie stellen, solltet ihr euch noch etwas vorbereiten. Diese Truhe hier haben wir aus Morolosch mitgebracht. Sie enthält Brandsalbe und andere Dinge, die uns im Kampf gegen den Drachen nützlich sein werden. Bedient euch. Vielen Dank. Bevor wir aufbrechen, würde ich gerne noch etwas wissen. Nur zu. Wie habt ihr von dem Drachen erfahren? Ja, das haben wir schon mal gefragt. Und dann lasst uns weiterziehen. Ich kann den feurigen Atem des Drachen schon riechen. Mhm. Und okay, hier gibt's Harpien. Okay. Heiltrank, Zaubertrank, Brandsalbe, die werde ich aufteilen. Drachentöterhelm. Ja, nice. Edler Helm gefertigt aus dem aus bestem Zwergenstahl und Toschkriel und geschmückt mit dem gebogenen Hornspitzen eines erschlagenen Wurms. Diese Helme zieren die Häupter der größten Krieger der Amboss-Zwerge und zeugen von hoher Schmiedekunst der Angroschim. Ein fürstliches Geschenk des Bergkönigs Ambroloschs. Ja, ein Ausdauertrank. Also ein Drachentöterhelm für uns. Schon mal. Brandsalbe, die wir aufteilen sollten. So, jetzt hat jeder drei Stück. Sollte mal reichen. Und ja, wir sind jetzt weit über Talon. Sehen wir Talon von hier oben überhaupt noch? Ja, da können wir es ganz undeutlich erkennen. Da ist die Brücke und da ist Talon, wo der Rauch aufsteigt. Da hinten ist der Prinzhain gewesen und so weiter. Also ja, durch Harpien zum Drachen hacken. Gefiederte Furien werden uns nicht aufhalten. Nein, sollten sie nicht. Die da hinten klemmt übrigens. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen sie aus allen Richtungen. Alles klar. Auf Wartus. Mach mal deine Wunde weg, Gladys. Das ist besser. Das bin ich. Hier.
So, die da hängt ein bisschen fest. Okay, dann gucken wir mal, welche Harpien haben Federn gedroppt. Wie gesagt, die Harpienfedern sind sehr selten. Die kann man auch, glaube ich, fast nirgends kaufen. Und wenn wir dann nach Morolosch wollen, sollten wir ein paar gute Pfeile craften können. Aus den Federn. Mein Atem geht. Ja. So, abfackeln. Auseinandernehmen. Also ja, der Ignifaxius hat auch eine höhere Chance, eine Wunde zu schlagen. Aber gegen den Drachen nachher werden wir zum Beispiel einen Fulminictus brauchen. Weil der wird wahrscheinlich ziemlich feuerresistent sein. Alles klar. Furax. Mandaya Ioi Banda. So. Noch nie habe ich solche Heerscharen dieser Ungeheuer gesehen und dazu noch so aggressiv. Die Furien sind auch sonst keine friedfertigen Geschöpfe. Aber der Blutdurst dieses Schwarmes sucht seinesgleichen. Sollte gar die Präsenz des Geschoben daran schuld sein. Als ob sein Zorn alles um sich herum in seinen Bann zieht. Ja, das wird's wohl sein. Okay, kümmern wir uns jetzt noch um die Harpien hier mal. Auch wenn garantiert wieder nach... Oh, sie tauchen gleich auf. Das bin ich, Candidus. Mein Atem geht hoch. Alaoia. Arquatus. Für Ardor. Das bin ich. Furax. Okay, die hat was gedroppt. Können wir sogar einsammeln gleich. Sanyasa Fegra. Folgt mir. Oh, sie haben Arom umgehauen. Ach, was nicht schlimm ist, wir können ihn verarzten. So. Sanya. Das bin ich. Arquatus. Dann heilen wir mal die Leute ein bisschen. So, aber bevor wir jetzt hier dann weitergehen über den Fluss,
Oder den Bach, besser gesagt. 5 Fluss ist ein bisschen zu klein. Wird es mal wieder Zeit zu speichern. Das ist jetzt Let's Play 32. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.